Hier starb ein Saboteur. Dieses Schild, wohl von einem der Schergen hingeschmiert, hängte man ihm um, nachdem man ihn in den frühen Morgenstunden des 24. April auf dem Moltkeplatz, der heute Dachauplatz heißt, durch den Strang hingerichtet hatte. Fromme und mutige Seelen haben dieses schreckliche, aber durch seinen Träger geadelte Dokument gesichert, sodass es heute im Archiv des Bistums Regensburg aufbewahrt wird. In den letzten Apriltagen des Jahres 1945, heuer jährt es sich zum 75. Mal, ging nach 6 fürchterlichen Jahren für Europa und die ganze Welt der Zweite Weltkrieg auch in Regensburg zu Ende. Wir schreiben den 23. April. Die amerikanischen Truppen stehen schon in der Oberpfalz. Der Kriegslärm rückt auf Hörweite heran. Immerhin, öffentlich versammeln kann man sich, auch wenn es mit größter Gefahr für das eigene Leben verbunden war, angesichts der Drohungen der Machthaber. Eine spontane Kundgebung ist der Hintergrund für eine der vielen Tragödien, die sich in den letzten Tagen noch abspielte. Er hatte sich zum Sprecher einer großen Menschenmenge gemacht, die um die friedliche Freigabe der Stadt Regensburg an die heranrückenden Amerikaner bitten wollten. Domprediger Dr. Johann Meyer, einer der gebildetsten und angesehensten Priester des Bistums Regensburg, 38 Jahre alt. Für die verblendeten Machthaber war die Initiative des Priesters Grund genug, ihn noch am selben Tag standrechtlich wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode zu verurteilen und dieses Urteil auch umgehend zu vollstrecken. Dr. Meyer hatte sich durch seine Predigttätigkeit im Dom seit 1940 und durch seine umfangreiche Seelsorgs- und Lehrtätigkeit einen Namen gemacht, und er war auch bereits unter Beobachtung der Gestapo gestanden, die seine Predigten aufmerksam verfolgte und nach Gründen gesucht hatte, ihn zu Fall zu bringen. Domprediger Dr. Meyer war das prominenteste, aber nicht das einzige Opfer dieser unglückseligen Versammlung vom 23. April 1945. Da ist auch der 70-jährige Rentner Josef Zirkel. Er hatte während des Tumults bei der Verhaftung von Dr. Meyer protestiert und die Freilassung des Priesters verlangt. Ihn ereilte dasselbe Schicksal, standrechtliche Verurteilung und Tod durch den Strang wenige Stunden später. Und schließlich kostete die Geschichte auch Herrn Michael Lottner, pensionierter Gendarmerie-Hauptwachmeister aus Regensburg, das Leben. Lasst doch den Domprediger reden, ihr wisst ja noch gar nicht, was er sagen will. Während des Tumults war es auch zu einer Messerstecherei gekommen, bei der zwei Volkssturmleute verletzt wurden. Lottner war als mutmaßlicher Messerstecher, der Vorwurf war haltlos, verhaftet worden. Während der Vernehmung hatte er sich gewehrt und war erschossen worden. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen zur Abschreckung unter den Galgen von Domprediger Meyer und Josef Zirkel gelegt. 3 Tage zuvor hatte bereits Herr Johann Igel, Mesner von St. Emmeram, allein aufgrund einer unvorsichtigen Bemerkung die volle Wucht der schon im Sinken begriffenen Staatsmacht zu spüren bekommen und seine Resistenz mit dem Leben bezahlt, Tod durch den Strang. Wir wollen diesen 75. Jahrestag nicht vorübergehen lassen, ohne für den Mut und das Lebensopfer Dr. Meyers und der anderen zu danken. Sie traten ein für Wahrheit und Menschlichkeit aus christlicher Glaubensüberzeugung. Wir wissen nicht, wie wir uns unter den gegebenen Umständen damals verhalten hätten, aber wir verneigen uns in Dankbarkeit und großer Anerkennung vor den Tapferen. Und wir beten für uns alle, dass uns in unseren Tagen Freimut und Weitblick gegeben seien, damit wir einstehen können für Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit in den Bereichen, wo wir Einfluss nehmen können. Als Dr. Meyer am 28. Oktober 1933 in Rom zum Priester geweiht wurde, wählte er sich ein Wort Jesu aus dem Abendmahlsaal als Primizspruch. Eine größere Liebe hat niemand als diese, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Seine Liebe zur Stadt Regensburg und ihren Bürgerinnen und Bürgern hat ihn Christus, seinem Herrn, im Tod so ähnlich werden lassen. Der 24. April wurde ihm der Karfreitag, der Moltkeplatz sein Golgotha, und das hier ist seine Kreuzesinschrift. Unser Gedenken möge mithelfen, dass wahr bleibt, was auf dem Gedenkstein hier im Dom geschrieben steht. Sein Mund ist zwar verstummt, aber seine Tat und sein Tod werden weiter predigen. Musik.